Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einem neuen Kombo-Montag. Und heute werde ich euch einmal vorstellen, was man so alles machen kann mit dem Deck, welches ich euch gestern vorgestellt habe, nämlich mit den Dracho-Bezwingern. Und ich werde euch da ein paar der Kombos mal zeigen. Also grundsätzlich Pendeldecks, ne, eigentlich, also ganz feste Kombos müssen es halt nicht immer sein. Man kann halt auch einfach die gesamte Hand nutzen, weil Pendel sich sehr stark anpassen kann auf das, was es halt in der Hand gezogen hat. Und durch die Pendel-Summons und allem, die ganzen Externe, kann man halt sehr viel unterschiedliche Lines machen. Aber ich würde euch trotzdem mal hier so drei Lines zeigen, mit denen man so ein bisschen was machen kann. Und bei der letzten ist es halt so, da will ich noch ein bisschen drauf eingehen. Falls ihr die machen wollt und entsprechend vielleicht noch eine weitere Karte habt, dann ist die auch gar nicht mal so schlecht. Und ja, wir fangen erstmal an. Das sind immer 2,5 Karten-Kombos, denn man braucht theoretisch den Discard, um halt die Field Spell sich zu suchen. Und dafür würde ich jetzt einfach in dem Beispiel einfach den Topf der Begierden nehmen. So, den kann man natürlich auch theoretisch resolven, wenn man will, aber man kann sich damit auch die Combo-Pieces banishen, wie man möchte. Und in der ersten Combo machen wir es halt so, dass wir den Waschbär Bumbuko haben und den Zünder Phönix den Drachobezwinger. Davon spielen wir E3. Es kann auch quasi einfach 2 Draco Slayer sein, unter anderem halt noch einmal die, das Windmonster. Ja, die Majesty. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Combo an. Ich lege hier einmal ein Field Center hin, sodass ihr auch einmal einen Blick auf die Mitte habt. Und dann steigen wir erstmal ein. Wir fangen erstmal an mit Normal Summon Bumbuku, aktivieren den Effekt von Bumbuku und holen uns einmal, rausholen hier, die Majestät Pegasus auf die Hand. Dann spielen wir die in unserer äußere Scale aus und den Zünder Phönix spielen wir in unsere andere Scale aus und aktivieren den Effekt von Majestät Pegasus. Suchen uns damit einmal den Dynamite-Kraftladung, den Drachobezwinger und wir zerstören damit jetzt den Zünderphönix. Dann aktiviert sich der Zünderphönix und holt uns aus dem Deck einmal. Wo ist er? Einen Lüsterpendel, damit wir den schon endlich mal im Umlauf haben. Das ist gar nicht mal so schlecht, denn mit dem kann man sehr viel Stuff machen. Dann können wir den Dynamite-Kraftladung, den Drachobezwinger in die Pendel-Scale spielen. Dann linken wir Lüsterpendel und Waschbär weg. Gehen damit für Jenseits des Pendels, aktivieren den Effekt von Jenseits des Pendels und holen uns aus dem Deck einmal den Harmonisierer-Magier, damit wir genügend Tuning-Material auf dem Spielfeld haben. So, ab jetzt sind halt, können wir keine Monster-Effekte benutzen und unsere Pendel-Scales sind quasi ausgestellt, was deren Effekte angeht, aber ist nicht so schlimm. Sobald wir gependelt haben durch Jenseits des Pendels, wird dann dieser Effekt entsprechend auch wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir machen jetzt eine Pendelbeschwörung. Wir Pendelbeschwören einmal den Harmonisierer-Magier von unserer Hand und Pendelbeschwören aus unserer Hand Lüsterpendel und Zünder Phönix halt in den entsprechenden Zonen von Jenseits des Pendels. Und dadurch, dass jetzt eine Pendelbeschwörung passiert ist, können wir wieder unsere Effekte benutzen. Deswegen aktivieren wir nun Harmonisierer-Magier und holen uns damit aus dem Deck einmal, wo ist er? Einmal den Lila Toxin-Magier. Dann machen wir eine Synchro mit Lüsterpendel und unserem Draco, unserem Draco Slayer. Und gehen damit einmal für Zünster Prominence, den sprechenden Drachobezwinger. Gott, das ist ein bisschen schief hier. Dann aktivieren wir seinen Effekt und holen uns aus dem Deck einmal Majestät Pegasus. Die können wir jetzt auch aktivieren, um die Field Spell zu suchen. Man könnte es auch später mit der machen, aber eigentlich ist es hier der perfekte Zeitpunkt. Discarden einfach mal unsere Zauberkarte, die wir jetzt hier haben, um halt entsprechend uns die Field Spell zu suchen, welche hier in dem Deck die Himmelsiris ist. Falls ihr schon Himmelsiris auf der Hand habt, ist es natürlich auch nicht schlecht, weil dann könnt ihr euch stattdessen halt Tal der Toten oder wenn ihr halt gebordet habt und eine der anderen Field Spells halt in eurem Deck spielt, könnt ihr entsprechend halt eure gebordeten Field Spells auf die Hand nehmen. Und die Himmelsiris halt erstmal benutzen, um die Combo zu machen. Und dann, nachdem ihr die Combo gemacht habt, einfach dann entsprechend eine der anderen Field Spells ausspielen, um den Gegner dann entsprechend von seinen Plays aufhalten zu können. Also, ne? Oder, ja, Himmelsiris ist manchmal nötig, manchmal nicht nötig, wenn man sowieso schon Order's Revolution in der Hand hat. Das kommt immer so ein bisschen auf die Hand an. Die fügen wir jetzt nun jetzt der Hand hinzu. Und können nun einmal Jenseits des Pendels und Zünster Prominence, den sprechenden Drachobezwinger, als Link-Material benutzen. Noch nicht, Moment, das war ein bisschen zu schnell. Wir spielen erstmal die Himmelsiris aus. Wir wollen 3 Spells auf dem Feld haben. So, jetzt legen wir die weg. Und gehen damit für einmal Selene, Königin der Meistermagier. Die aktiviert sich nun und
Kann natürlich sein, dass noch mehr Spells unterwegs sein werden. Ich werde diesen Topf der Begierden mal hier nicht mitzählen, den ich abgeworfen habe, weil das einfach eine random Karte sein kann. Das ist egal, ob es ein Spell ist. Wir kriegen theoretisch mindestens halt 3 Counter hierfür, dass wir halt einmal ihren Effekt nutzen können, um ein Monster aus dem Grave wieder zurück zu beschwören, damit wir halt für weitere Plays gehen können. So, von hier aus gehen wir nun synchronisieren mit Harmonisierer-Magier und Lila Toxin-Magier. Der wird verbannt. Die geht aufs Extra-Deck. Und gehen damit für. Ich habe das Extra-Deck jetzt hier daneben liegen, damit ich schneller die Karten greifen kann. Also nicht wundern, wo die hin sind. Gehen damit für Zinder Prominence, den sprechenden Drachobezwinger. Können jetzt seinen Effekt benutzen. Wir können natürlich auch noch immer noch aus der Scale die Majesty spezial beschwören. Macht hier gerade keinen großen Unterschied. Ich aktiviere erstmal den Zünderphönix. Damit holen wir uns jetzt einfach einen beliebigen Drachobezwinger, den wir in den Grave haben möchten, weil wir werden nachher nochmal ein bisschen in den Grave zugreifen. Ich würde jetzt nicht für Laster gehen, weil der halt so ein bisschen einschränkend ist, was die Materials angeht. Meisterpendel ist theoretisch, glaube ich, auch möglich. Ich würde jetzt einfach beispielhaft einfach mal einen Zünderphönix rausholen, der ist jetzt an sich jetzt nicht so schlimm, dass der jetzt hier mit dabei ist. Dann können wir die overlayen. Gehen damit in. Wo ist er? In Magic Spaßvogel. Aktivieren seinen Effekt, sodass wir in der Endphase uns entsprechend ein Pendelmonster vom Deck der Hand hinzufügen können. Dann aktivieren wir Dynamite-Kraftladung. Spezial beschwören die Majestäts-Pegasus aus unserer Pendelscale, damit wir die schon mal mit auf dem Spielfeld haben. Dann aktivieren wir Himmelsiris. Ballern den Dynamite-Kraftladung weg, um uns aus dem Deck einmal einen Ordais Revolution Dragon der Hand hinzuzufügen. Und damit wir Dynamite hier im Extra-Deck haben, weil den würden wir jetzt gleich mit Magisch Spaßvogel einmal spezial beschwören. Das nutzen wir mal. Wir aktivieren seinen Effekt. Die tätschen einfach eins der Materials, egal welches. Die landen beide nachher eben Grave. Spezial beschwören damit Dynamite-Kraftladung. Dann ist die Reihenfolge eigentlich relativ egal, wie er das macht, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Wir können die jetzt wegfusionieren. Die gehen jetzt in Grave. Und damit gehen wir. Wo ist er? Einmal für ältestes Wesen ins. Dann, die kann man halt fusionsbeschwören, indem man halt ein Synchro und ein Xyz-Monster vom Spielfeld als Tribut anbietet. Und damit haben wir halt jetzt unsere zwei Materials in dem Grave. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen mehr Platz hier, indem wir halt die beiden als Tribut anbieten für eine Fusions-, für eine Contact-Fusion von Dynoster Power. Dann kann der sich nämlich der Dynamite-Kraftladung aktivieren im Friedhof, weil er als Tribut angeboten wurde für den Dynoster Power, und so können wir uns wieder eins unserer Monster, die wir hier im Extra-Deck haben, zurück auf die Hand nehmen. Ich würde jetzt einfach die Majesty nehmen, weil die eine sehr geile Handtrap sein kann und uns halt nochmal theoretisch schützen kann, unsere Monster, beziehungsweise halt auch ein guter Starter-Extender ist für den nächsten Spielzug. Ihr könnt euch natürlich auch Zünderphönix nehmen, je nachdem wie eure Hand ist. Die Karte werden wir jetzt nicht mehr aus der Hand verwenden, um irgendwelche Plays zu machen, denn dafür wird sie nicht benötigt. So, dann aktivieren wir mal. Das ist jetzt ein Unterschied. Wir aktivieren mal den Dynoster Power. Special mal den Zünderphönix. Aktivieren Selene und holen uns damit die Majesty Maiden aus dem Grave. Dann gehen die hier entsprechend weg. Dann können wir die beiden einfach wieder weglinken. Und gehen damit für Artefakt Dagda. Dann aktivieren wir Buntäuger Revolutionsdrache. Ihr könnt jetzt schon auf das Ausspielen Artefakt Dagda anschauen. Ihr könnt es aber auch natürlich auf den Effekt zum Spezialbeschwören aus dem Graveyard nutzen, wie ihr wollt. Ich würde jetzt einfach auf das Ausspielen Artefakt Dagda anschauen. Damit holen wir uns aus dem Deck einmal die Artefakt Sense und setzen sie halt einmal auf unser Spielfeld. Dann nutzen wir den Effekt von Buntäuger Revolutionsdrache. Wir wählen unseren Zunster Prominence, Spezialbeschwören ihn aus dem Grave und zerstören den Ordais Revolution Dragon. Kriegen dann mit Zünder Prominence. Ihr könnt natürlich, ihr hättet natürlich schon vorher die weglinken können. Wir linken die jetzt aber weg. Reihenfolge ist halt, Nibiru hätte schon vorher 10.000 Mal machen können. Also ob das jetzt einen großen Unterschied macht, ist egal. Die linken wir beiden jetzt weg und linken damit für einen Appaloosa mit einfach zwei Negates, was nicht so schlimm ist. Denn jetzt holen wir nochmal mit Zünder Prominence nochmal ein Monster aus dem Deck, was wir als Xyz Material benutzen möchten. Und hierbei ist es relativ egal, was wir jetzt uns raussuchen. Denn das wird nachher eben Graveland. Ich würde jetzt mir einfach mein Masterpendel suchen. Special ist eigentlich relativ vain. Die overlayen wir und gehen damit dann für einen Abyss Dweller. Und die beiden overlayen wir und gehen damit für
Nummer 38, Hoffnungsvorbote Drachen-Titan-Galaxie. So, dann gehen wir in unsere Endphase. In Endphase dürfen wir uns jetzt nochmal irgendein beliebiges Pendelmonster suchen. Ihr könnt euch jetzt suchen, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt euch einen guten Normal sammeln, wie zum Beispiel Schelekrobat-Clown suchen, falls ihr wollt. Ihr könnt euch eine Art Schutzmechanismus, aber ihr habt jetzt eigentlich wirklich keine Pendelkarten in der Kombination auf dem Spielfeld, die vielleicht irgendwie sinnvoll sind, sodass ihr euch den Astrograph auf die Hand nehmen könnt, falls ihr den haben wollt. Also ihr könnt euch jetzt hier suchen, was ihr wollt. Ich würde jetzt hier einfach beispielsweise einfach mal den Schelekrobat-Clown machen, weil damit kann man halt Sinister Prominence halt wieder direkt sich wieder aus dem Grave holen, wo man sich nochmal einen Revolution Dragon holen kann. Gibt dann einen Gegner ab. Dann ist der Gegner dran. Und in deiner Draw Phase aktivieren wir nun, Abyss Dweller, detachen ältestes Wesen ins. Dann ist der Gegner vom Grave ausgeschlossen und dann aktiviert sich ältestes Wesen ins und targetet unsere eigene Karte. Wir zerstören Sense, dann aktiviert die sich und spezialbeschwört sich und der Gegner ist auch aus dem Extra Deck ausgeschlossen. So, und bei diesem Feld ist es dann halt so, dass wir quasi unser gesamtes Feld mit dieser gesamten Combo auch mehr oder weniger schützen, denn der Bistweller, die Appaloosa und auch die Sense können erstmal nicht einfach direkt umgerannt werden, vor allem die Appaloosa wichtig, weil sie ja nicht so stark ist und auch der Dweller, denn sie müssen durch den Hoffnungsvorboten der Titan-Galaxie durch. Außerdem, wenn der Gegner halt einen Spell benutzt, können wir die halt negaten und absorbieren und wir können halt bis zu 2 Monster-Effekte noch annullieren, bevor er hier irgendwas machen kann. Zusätzlich hat er halt, darf er nicht ins Extra-Deck gehen und er darf seinen Friedhof halt keine Friedhofseffekte benutzen. Das kann natürlich ein extrem starkes Feld sein, zum Beispiel gegen Tier-Elements oder unterschiedlichste Friedhofsdecks und damit kann man halt die Gegner halt ordentlich einheizen und wir haben halt noch quasi ein Follow-up auch gleich für den nächsten Spielzug, mit dem wir halt noch weitere Dinge tun können und das ist halt das, was man aus 2,5 Karten-Kombo hier machen kann. Interessant halt die Interaktion ist, dass man halt ältestes Wesen Insta halt wirklich selbst dann am Ende beschwört. So, dann kommen wir gleich direkt zur nächsten Combo. Machen wir also mal ein bisschen Platz hier auf dem Feld. Man sieht, man geht eine Menge Karten durch. So, in der nächsten Combo ist es wieder eine 2,5 Karten-Combo. Da haben wir Majestätsbands Waschbär Bunbuku, einmal Lüsterpendel und eine random Karte. Und dann zeigen wir euch mal, was man daraus machen kann. Random Karte, wie gesagt, wenn es die Field Spell ist, dann braucht ihr die nicht mehr zu suchen. Oder ihr sucht euch eine der coolen Boards, Field Spells, Main Deck Field Spells, wie ihr es machen wollt. Wir fangen erstmal an mit dem Normal Summon von Bunbuku. Holen uns damit aus dem Deck einmal Majestäts Pegasus, die Drachobezwingerin. Dann spielen wir Lüsterpendel und Majestäts Pegasus einmal aus. Aktivieren den Effekt von Majestäts Pegasus und suchen uns vom Deck der Hand hinzu einmal den Dynamite Kraftladung. Wir nutzen diesmal nicht den Effekt zum Zerstören der anderen Scale, weil wir möchten die Scales lieber so behalten, wie sie sind und stattdessen anders die Kombo spielen. Wir aktivieren nämlich nur den Effekt von Lüsterpendel, zerstören Majestäts Pegasus in der Scale und suchen uns halt eine neue Kopie davon. Dann aktivieren wir Dynamite Kraftladung und nutzen dann seinen Effekt, um Lüsterpendel aus der Scale wieder als Spezialbeschwörung zu beschwören. So, dann machen wir eine Linkbeschwörung mit den beiden und gehen damit wieder ins Extra Deck. Einmal für jenseits des Pendels. Können dann jetzt den Effekt aktivieren, 1200 Lebenspunkte bezahlen und uns von dem Deck der Hand hinzufügen wieder einen Harmonisierer-Magier. Dann spielen wir Majestäts Pegasus, die Drachobezwingerin aus und starten nun eine Pendelbeschwörung mit Harmonisierer-Magier aus der Hand, Lüsterpendel und Majestätsmädchen aus dem Extra-Deck. Aktivieren den Effekt von Harmonisierer-Magier und wir können auch den Effekt schon von ihr nutzen, wenn wir wollen. Schränkt es jetzt nicht ein, ist auch eine Pendelbeschwörung, geht halt auch. Wir können dann uns damit halt auch schon direkt die Fieldspell suchen. Suchen wir jetzt einmal die Fieldspell. Kann man früher, später machen, das ist hier in dem Deck sehr flexibel. Und dann holen wir uns nochmal einen Lila-Toxin. Wo ist er? Da ist er. So. Können wir auch schon mal die Feed-Spell ausspielen, wenn wir Bock haben. So, dann machen wir eine Synchro mit den beiden. Gehen damit für einen Zünder Prominence, den sprengenden Drachobezwinger. Nutzen seinen Effekt und Spezialbeschwören aus unserem Deck. Einmal das Majestätsmädchen. Wie gesagt, ihr könntet das auch jetzt triggern. Macht keinen großen Unterschied. Aber wir brauchen die halt nachher im Grave, deswegen brauchen wir die jetzt nochmal on field. Dann machen wir eine Synchro nochmal mit Harmonisierer-Magier und Ledatoxin. Der Ledatoxin ist banished. Und holen uns damit einen weiteren Zünder Prominence. Dann aktivieren wir seinen Effekt. Holen uns aus dem Deck einen Dynamite-Kraftladung, den Drachobezwinger. Dann overlayen wir die beiden, wie man das schon kennt, für
Mathe Spaßvogel. Der aktiviert seinen Effekt, sodass wir in der Endphase dann entsprechend uns ein weiteres Pendelmonster suchen können. Dann linken wir die beiden hier weg. Und gehen für Selene, die dann wieder halt drei Spells offen auf dem Spielfeld hat. Das heißt, sie kriegt wieder drei Counter. Dann aktivieren wir den Effekt von Himmelsiris, zerstören die Dynamite-Kraftladung und holen uns aus dem Deck einmal einen Odice Revolution Dragon. Dann nutzen wir den Effekt von Magisch Spaßvogel, weil mit ihm brauchen wir den Dynamite-Kraftladung wieder aus dem Extra-Deck, mit dem wir halt wieder unsere interessanten Fusionsplays machen. Es wird ein bisschen anders sein diesmal, weil diesmal brauchen wir halt wirklich so ein bisschen mehr die Effekte, als wir sie üblicherweise brauchen für die Plays. Dann können wir hier auch schon mal ein bisschen Platz machen, indem wir die hier wegfusionieren. Für eins. Können dann buntäugigen Revolutionsdrachen ausspielen. Nutzen seinen Effekt, zerstören ihn selbst und speziell beschwören einen neuen Zünder Prominence, den sprechenden Drachenbezwinger. Nutzen einen Effekt, können jetzt nochmal einen anderen rausholen aus dem Deck. Holen wir jetzt einfach mal den Zünderphönix, den Drachenbezwinger. Dann fusionieren wir die beiden. Und gehen damit für Dynoster Power. Dann aktiviert sich wieder hier der Effekt von Dynamite, so dass wir dass wir halt wieder was recyceln können aus dem Friedhof. Und diesmal füge ich mir einfach mal Zünderphönix, den Drachobezwinger hinzu. Ihr könnt euch auch einen anderen hinzufügen, aber ich nehme einfach mal den. Das macht jetzt keinen so großen Unterschied. Dann können wir die beiden auch schon theoretisch overlayen, wenn wir wollen. Können wir machen. Wollen wir machen? Wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal den Effekt von Dynoster Power noch nutzen, dass wir aus dem Grave uns nochmal den einen Dynamite wieder zurückholen. Und mit Selene holen wir uns Majesty Pegasus aus dem Grave. Dann können wir die jetzt aber mal weg overlayen für eine Nummer 38. Dann können wir die beiden weglinken für eine Artefakt Dagda. Und jetzt denkt man sich so, und wie mache ich jetzt weiter? Naja, relativ einfach. Ältestes Wesen Inns hat auch noch einen Effekt. Mit dir kann man nämlich ein Monster der Stufe 4 Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Und deswegen die Karte, die wir uns geaddet haben mit dem Effekt von Dynamite, die können wir nun jetzt specialen. Deswegen ist ein bisschen die Kombo ein bisschen anders. Wir nutzen hier einen Effekt und chainen darauf die Dagda nun an. Holen uns aus dem Deck die Artefakt Sense. Und spezialbeschwören dann den Vierer, den wir zurückgeaddet haben. Wie gesagt, das hätte eigentlich theoretisch so gut wie jeder sein können. Und können dann die beiden weglinken. Die drei Counter waren auch schon mittlerweile eigentlich weg. Dann sind hier wieder zwei. Und overnehmen die beiden. Gehen für Abyss Dweller. Und in der Endphase, diesmal haben wir ja sogar eine Scale da. Ihr könnt euch jetzt suchen, was ihr wollt. Ihr könnt euch jetzt ein Follow-Up-Play mit Bunbuku holen, aber dann habt ihr zweimal die gleiche. Ne, habt ihr gar nicht mehr zweimal die gleiche Scale, die ist schon durch. Vielleicht sinnvoller Revolution Dragon wieder, da sich den zu suchen. Oder vielleicht sogar Astrograph. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Sucht euch das, was gerade in eurer Situation so am sinnvollsten ist. Ich würde mir jetzt einfach mal den Clown suchen, dann geht's wieder zurück zur gegnerischen Phase. Dann ist er wieder dran, dann aktivieren wir den Effekt von Dweller. Zerstören wieder unsere eigene Sense, aktivieren ihren Effekt und spezialbeschwören sie zurück auf die Spielfeldseite. Der Gegner ist wieder genau das gleiche, ausgelockt, muss entsprechende Monster angreifen. Er muss halt schon, ne, also selbst wenn man halt Dark Ruler No More nachzieht, damit kann man halt nicht viel machen. Und selbst wenn man Droplet spielt, ist das ein bisschen schwierig, denn der Dweller detached halt als Kosten die Inns. Und wenn der Gegner halt sowas wie Droplet hat, das heißt, er muss sich entscheiden. Brauche ich den Grave nicht oder brauche ich das Extra-Deck nicht? Und zweitens, wie viel will er abwerfen, weil es sind ja immer noch weitere Probleme da. Denn wenn er den Dweller annulliert, hat er zwar einen Grave, aber dann, wenn die Sense kommt, hat er kein Extra-Deck. Und wenn er den Dweller durchlässt, hat er kein Grave, aber dann kommt die Sense und er hat kein Extra-Deck. Beziehungsweise er hat dann kein Grave, aber er hat ein Extra-Deck. Da muss er sich halt entsprechend entscheiden. Es gibt halt diese Lines auch entsprechend so, dass man ein bisschen alternativ spielt. Da bleibt man einfach auf einem ganz normalen Dweller und hat stattdessen Borrowload Savage Dragon auf dem Spielfeld. Ich finde die
ja, es ist okay gegen Matchups, wo vielleicht das Setup nicht ganz so gut ist, wo man sich sagt, keine Ahnung, gegen Birds oder so, aber dann finde ich halt, Dweller ist auch eigentlich die falsche Karte, die man halt rausholt, wo man halt da, weil der hat dann auch nicht die Ints drunter, sondern einfach nur zwei Panel-Monster. Also gegen so andere Matchups wie Birds oder sowas, da wäre dann halt sinnvoll sowas wie eher, keine Ahnung, sowas wie der Tornado-Drache oder so, das wären dann sinnvollere Xyz-Monster, nur hat man halt entsprechend Space nicht und deswegen ist das so mit die krasseste Kombo, die halt wirklich auch einfach Tier-Elements halt einfach komplett auseinander nimmt und den halt eigentlich wirklich keinen Raum für Improvement lässt. Natürlich, Evenly Matched kann hier halt immer noch sehr viel Schaden theoretisch anrichten. Man hat aber halt immer noch ein volles Extra-Deck. Man hat quasi ein fast komplettes Follow-Up im nächsten Spielzug. Man hat Appaloosa, die halt 3 drunter zeigt. Man kann die halt immer noch liegen lassen, damit man halt Main Phase 2 immer noch die ganzen Monster-Effekte aus negaten kann. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. So, das ist Combo Nummer 2, die quasi auf dem gleichen Feld endet, bloß halt mit einer Karte weniger als Plus in der Hand am Ende selbst dabei. Und dann zeige ich euch nochmal eine Combo, wo ihr vielleicht denkt, okay, was mache ich denn eigentlich, wenn ich mit dieser Starthand öffne? Nämlich, ich habe literally nur Zünderphönix, Lüsterpendel und Topf der Begierden. Kann ich daraus was machen? Ja, könnt ihr. Ihr könnt fast dieses gleiche Feld machen wie hier. Leider nicht ganz, weil fehlt einem literally ein Monster am Ende, damit man die volle Combo machen kann. Aber man kann trotzdem, wenn man sagt, oder wenn man weiß, dass man gegen Tier-Element spielt, oder das auch irgendwie, keine Ahnung, Game 1 schon irgendwie weiß, weil man, keine Ahnung, den Gegner kennt, oder wenn man halt Game 3 ist und sagt sich so, okay, gut, meine Hand ist so schlecht, weil ich so viel Side-Deck-Karten habe und das sind die einzigen Karten, die ich in meiner Hand habe, dann könnt ihr halt wenigstens diese Combo machen, weil immer noch das Feld, was man da hinlegt, wird das Deck extrem hart aufhalten und sie werden nicht alles loswerden können, ohne dass sie halt mit sehr vielen interessanten Side-Deck-Karten dann da rangehen müssen. Und das ist halt besser, als dass man einfach gar nichts macht. So, und dann zeige ich euch mal einfach mal, was man damit so machen kann. So, wir spielen einmal Zünder Phönix in die eine Scale aus und Lüsterpendel in die andere. Aktivieren den Effekt von Lüsterpendel, zerstören den Zünder Phönix, um uns einen weiteren Zünder Phönix vom Deck der Hand hinzuzufügen. Und dann, wo ist er? Aktiviert sich der Zünderphönix Maxa Deck, weil er zerstört worden ist auf dem Spielfeld. Und spezialbeschwört uns aus dem Deck ein weiteres Monster. Welches das jetzt ist, ist theoretisch egal, aber ich möchte halt jetzt schon sofort direkt im Umlauf einen Lüsterpendel haben, damit ich halt für entsprechende Synchro-Plays den auch wieder rausholen kann. Deswegen holen wir uns den. Und dann gehen wir jetzt einfach für die Normal Summon von Zünderphönix, das Monster, was man sich gesucht hat, damit man überhaupt in irgendwas gehen kann, linkt die beiden entsprechend weg. Und geht für jenseits des Pendels. Und ihr seht schon, okay, es wird hier ein bisschen schwieriger, denn es fehlt uns Harmonisierer-Magier in der Kombo. Ja, das ist korrekt, aber man kann halt so trotzdem ein bisschen was retten. Wir aktivieren den Effekt von jenseits des Pendels, holen uns damit aus dem Deck einmal Majestäts-Pegasus, weil wir müssen unsere Scale voll kriegen, wir haben keine Effekte, also der harmonisierende Magier hilft da jetzt nicht so viel. Wir spielen jetzt in der Scale aus und führen erstmal zunächst eine Pendelbeschwörung durch mit jenseits des Pendels. Damit holen wir uns ein Lüsterpendel und ein Zünder Phönix raus und ab jetzt sind wieder unsere Effekte aktiv. Das heißt, wir können zum Beispiel auch Majestäts-Pegasus nutzen. Wir können jetzt ihren Effekt benutzen und uns aus dem Deck einen Dynamite in der Hand hinzufügen und können den Lüsterpendel in der Scale zerstören, um die Dynamite-Kraftladung dort ausspielen zu können. Dann synchronisieren wir die beiden weg auf dem Spielfeld und gehen damit für ein Ignister Prominence, aktivieren dann seinen Effekt und holen uns aus dem Deck und holt euch Majestätsmädchen. Aktiviert ihren Effekt, discardet eure Karte, die ihr in der Hand habt und sucht euch einmal die Himmelsiris. Wie gesagt, wenn ihr eine Feedspell schon habt, dann seid ihr eh anyways good to go. Dann habt ihr auch sogar vielleicht eure Board-Field-Spell. Dann könnt ihr die ausspielen. Könnt die beiden weglinken. Für Selene. Dann ist wirklich wieder den Effekt. Mindestens 3 Spells sind hier auf dem Feld. Dann legen wir mal einen Counter von 3 rauf. Und dann können wir den Effekt von Dynamite Kraftladung nutzen. Können unsere Majestäts-Pegasus nun aus der Scale spezial beschwören. Können dann den Effekt von Himmelsiris benutzen, die Dynamite-Kraftladung aus der Scale sprengen. Und uns einen Revolution Dragon der Hand hinzufügen. Dann aktivieren wir den auch, nutzen seinen Effekt, sprengen das weg, gehen für Zünder Prominence aus dem Grave.
aktivieren dann seinen Effekt und holen uns aus dem Deck einen beliebigen Drachobezwinger, weil der wird gleich eh wieder auf den Grave gehen. Ich suche mir jetzt einfach nochmal einen Dynamite. Dann overlayen wir die zwei. Gehen für Magische Spaßvogel. Aktivieren seinen Effekt, sodass wir in der Endphase suchen können. Und können dann nun jetzt seinen Effekt aktivieren, um aus dem Extra-Deck ein weiteres Monster-Spezial zu beschwören. Damit holen wir uns Dynamite-Kraftladung. Linken dann, oder, ja, linken. Fusionieren die weg für ein ältestes Wesen ins. Nutzen den Effekt nun von Selene und holen uns aus dem Grave eine weitere Majestäts Pegasus. Fusionieren dann die beiden weg und gehen damit, ja, fusionieren, Contact Fusion, für Dynoster Power. Dann aktiviert sich Dynamite Kraftladung. Der kann sich uns jetzt wieder ein Monster aus dem Extra-Deck der Hand hinzufügen. Wir holen uns jetzt einfach ein Monster, was direkt gleich wieder weggelinkt wird. Ich nehme jetzt mal Zunderphönix. Wir nutzen den Effekt von Entis. Spezialbeschwören den Phönix. Dann linken wir die beiden weg. Und gehen für Dagda. Um dann den Effekt von Dynoster Power zu aktivieren, dann change ich Dagda an. Und holt sich aus unserem Deck, wo ist er, eine Sense, die wir dann wieder aufs Feld legen. Damit spezialbeschwören wir den Dynamite-Kämpfer. Linken die beiden weg. Gehen für Appaloosa. Und dann können wir für hier zusammen mit für Abyss-Dweller gehen, um ja kein so imposantes Feld zu haben. Wir haben jetzt halt einen Dynaster Power hier mit ordentlich Def, der halt theoretisch auch die Scale schützt. Ein Abyss-Dweller und Appaloosa. Man kann stattdessen auch, ich glaube, den Laster-Pendel nehmen, den specialen und dann damit halt für eine Gnister gehen, um stattdessen mit beiden nachher für einen Hope-Harbinger zu gehen. Aber dann kriegt man halt, glaube ich, die Appaloosa dann nachher nicht mehr hin, beziehungsweise man kriegt halt entsprechend die Trigger nicht hin, dass man, glaube ich, die Dagda noch irgendwie auflösen kann. Deswegen, oder beziehungsweise man endet, glaube ich, auch einfach auf eine Ignister Prominence. Ich habe das nicht ganz im Kopf. Deswegen ist das so besser als nichts, wenn man diese Combo macht. Denn wenn der Gegner halt dann wieder dran ist, also erst in meiner Endphase, kriegt man halt wieder einen Search. Da kann man sich halt wieder Setups suchen. Da kann man sich zum Beispiel halt einen Follow-up holen, ne, mit Bonboku. Und dann, wenn der Gegner wieder dran ist, kann man halt den Effekt machen, die zerstören. Und man lockt den halt immer noch aus entsprechend Extra-Deck und Grave aus. Man hat jetzt, das Feld ist theoretisch easy umrennbar, nur ist es halt natürlich auch schwierig für den Gegner. Er muss sehr viel investieren, damit er seine Monster dann aufs Feld legen, vor allem im Tier-Elements-Match. Sind es Monster-Effekte, die sich in der Hand aktivieren, das heißt, die Bogen der Göttin kann die annullieren in der Hand, sodass die halt überhaupt gar nicht erst aufs Feld gespecialt werden. Und wenn die da halt Rhinoheart murmeln, okay, gut, dann ist es halt eins der Monster, was dann nachher weggeht. Aber ihr habt im nächsten Spielzug theoretisch halt noch volle Follow-Up-Plays, ihr habt noch Himmelsiris offen, mit denen ihr halt euch nochmal Revolution Drain und dann könnt ihr das gesamte gegnerische Feld wegschaffen. Deswegen ist dieses Play gar nicht mal so schlecht. Es ist immer noch vollkommen okay, es ist nicht so krass wie die anderen beiden, aber selbst aus so einer Garbage-Hand, wo man nur die 2er plus 3 Random-Karten hat, die halt einem absolut nicht helfen, kann man draus halt immer noch irgendwas Schönes zaubern, wo man den Gegner nerven kann. Ich hoffe, euch hat soweit, diese Kombos gefallen. Wie gesagt, Kopfschmerzen waren vorprogrammiert für das Deck. Sehr viel, sehr krasse Dinge, die man da machen kann. Es gibt noch viel mehr alternative Kombos, wo man dann halt auch eher auf konservative Felder geht. Aber ich wollte mir hier halt so ein bisschen für das aktuelle Meta halt entsprechend die Kombos raussuchen, um euch zu zeigen, wie man das aktuelle Meta halt damit ärgern kann. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.